Hallo zusammen, hier ist wieder Chillan Tschüchine für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Szenariokisten aus Mists of Pandaria und dazu habe ich mir ja hier wieder einen Testchar erstellt. Ein paar gehen ja immer die Woche und mit dem auch ein paar Kisten geholt. Und ich würde sagen, die machen wir auf. Insgesamt sollen es 30 Stück sein und mit den ersten drei fangen wir direkt mal an. Schauen wir mal, da haben wir leider nur Gold drin. Wir sind übrigens hier auf einem Schamanen, also heißt, es gibt ein bisschen Kettengear. Wunderbar, da haben wir schon mal das erste Teil. Und da haben wir Schuhe und die hatte ich anscheinend leider schon, aber zumindest schon mal einen Teil, gar nicht mal so verkehrt. Als nächstes habe ich einen Monk. Und bevor wir jetzt noch ein paar Kisten aufmachen, kleiner Überblick, wo ich aktuell stehe. Also bei den blauen Kisten bin ich jetzt bei 21%, 176 Items brauche ich dann noch. Und bei den epischen bin ich bei 40, da brauche ich noch 67. Insgesamt brauchen wir jetzt nur 243 Items und das sind 27, fast 28%. Drückt mir die Daumen, dass wir die Nummern noch ein bisschen runterkriegen. Jetzt machen wir mal die nächste blaue auf. Ah, das konnte ich schon mal brauchen, ein Rücken, wunderbar. Dann, was haben wir hier drin? Da haben wir leider nichts. Und hier haben wir dann noch einen Zweihandstab mit Agi. Gut, zwei Items, schon mal nicht schlecht. Sind wir da auch auf 28 hoch, wunderbar. Dann haben wir als nächstes einen Druid, nochmal ein bisschen mehr Lederstuff. Die Lederschuhe hatte ich schon. Den Umhang hatte ich auch schon. Ach komm, das war jetzt meine komplette Nullnummer, die Schuhe hatte ich auch schon gehabt. Schade aber auch. Gut, dann habe ich jetzt hier noch einen von meinen Testchars, diesmal wieder einen Schamane. Und da haben wir schon mal nix. Das ist auch nix. Zumindest gibt's ein Achievement. Und das letzte, die Kettenschuhe hatte ich auch schon dreimal nix. Belastend. Dann haben wir noch einen Schamanen. Dann gucken wir mal da rein. Da war schon mal nix drin. Einmal nix und belastend. Da haben wir Handgelenke, aber die habe ich anscheinend schon. Dann haben wir noch einen Monk und dann gucken wir mal, ob wir ein Lederteil rauskriegen. Nee. Wie vielleicht? Oh boy, habe ich jetzt nur noch Pech. Zumindest ein Umhang. Naja, besser als nix. Und dann haben wir noch einen Demon Hunter. Sieht leider schlecht aus. Nochmal und vielleicht mal ein Lederteil hier noch. Lederkopf, wunderbar. Als nächstes haben wir dann einen Magier. Und hier habe ich auch wieder drei Kisten. Jetzt schauen wir mal rein. Kiste Nummer 1. Da war leider nichts drin. Nummer 2. Das war auch ein Zonk. Und Kiste Nummer 3. Was haben wir denn hier Schönes? Stoffhände, wunderbar. Die kann ich auf jeden Fall schon mal brauchen. Als nächstes haben wir einen Priester, also wieder ein bisschen Stoffgier. Und ich hoffe in den blauen Kisten, dass ein bisschen mehr drin ist. Eine Quest. Ein epischer Gürtel, wunderbar, den können wir brauchen. Und dann haben wir als nächstes noch die epische Kiste mit einer Brust, aber die hatte ich anscheinend schon, so wie es aussieht. So, dann kommen wir zum letzten Char und zwar hier dem Demon Hunter. Und ich hoffe mal, wir haben nochmal das ein oder andere Item in den blauen Kisten vor allem. Nee. Und auch leider nichts. Und in der epischen haben wir zumindest noch einmal Hände. Wunderbar. Und damit sind wir am Endstand von, ja, fast jetzt 30%. Bei den blauen bin ich bei 22%. Und bei den epischen schon bei 44%, also tatsächlich schon das Doppelte. Insgesamt sind wir jetzt auf knappen 30%. Das geht so langsam, aber stetig aufwärts. Gut, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Chella. Bis dahin. Ciao.